Der Eifelwall in Köln, die neue Heimat des Historischen Archivs und des Rheinischen Bildarchivs. Vor 5 Jahren begann der Neubau unter Leitung der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Jetzt stehen die Umzüge kurz bevor. Entstanden ist ein dreigeschossiger Mantelbau, der ein Magazin mit 6 Geschossen umrahmt. Der Entwurf stammt von Wächter und Wächter. Prägendes Gestaltungselement ist das Fassadenmaterial aus Baubronze und die Brise Soleil. Diese rund 80 cm tiefen Metalllamellen sorgen für Sonnenschutz und nutzen das Tageslicht optimal aus. Aneinandergelegt reichen die Lamellen fast vom Dom bis zum FC. Herzlich willkommen am Eifelwall, beim neuen Historischen Archiv und Rheinischen Bildarchiv der Stadt Köln. Folgen Sie mir zu einem kleinen Rundgang zum modernsten kommunalen Archiv in Europa. Haupteingang und Vorplatz wenden sich der Luxemburger Straße zu. Von hier aus betreten die BesucherInnen den Kopfbau. Von dort gelangen sie in ein lichtdurchflutetes Foyer mit Blick in den Innenhof. Die Wirkung der Fassade ist auch sehr unterschiedlich. Sie ist mal transparent, dann ist sie wieder sehr massiv. Auf jeden Fall wirkt die Bronzefassade auch bei jedem Licht sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist auch eine schöne Wirkung, wie ich finde. Von hier aus ist der Magazinbau, auch Schatzhaus genannt, aus der Nähe sichtbar. Er wird von der Mantelbebauung regelrecht umarmt. Wir stehen hier an der Empfangstheke des Lesesaals, 1. Stock des Archivs. Und wie Sie sehen, hat man einen unglaublich schönen Blick über den Lesesaal. Dieser Lesesaal wird nachher quasi das Herzstück der Nutzung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Köln, aber auch für viele Studierende, die hier ihre Archivarbeit betreiben. Der Neubau ist technisch anspruchsvoll. 9 unterschiedliche Klimazonen sorgen dafür, dass die Archivalien unter optimalen konservatorischen Bedingungen lagern. Ermöglicht wird dieses Klimakonzept durch ein komplexes Energiekonzept, das speziell für diesen Sonderbau entwickelt wurde. Den Eisspeicher, der hier im Innenhof mittlerweile verbaut ist, eine Wärmepumpenanlage, die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Im Mantelbau haben wir eine Betonkernaktivierung und nicht zuletzt um den Magazinkörper komplett eine Hüllflächentemperierung, die extra für dieses Bauwerk konzipiert wurde. Also eine Betonkernaktivierung, darunter muss man verstehen, praktisch wie eine Fußbodenheizung in der Decke. Der Beton wird dadurch gekühlt oder erwärmt. Genauso funktioniert das Prinzip der Hüllflächentemperierung. Wir haben in einer zweiten äußeren Konstruktionsschale hinter dieser Metallfassade eine sogenannte Fußbodenheizung vom Prinzip her verbaut in Fertigteilelementen. Die Einblicke in die Innenhöfe erleichtern die Orientierung. Im Erdreich dieses Hofes befindet sich der Eisspeicher, gefüllt mit 400.000 Litern Wasser. Die besonderen Eigenschaften des Wassers machen es möglich, um den Gefrierpunkt Energie hinzuzuführen oder Energie herauszuziehen, sodass man diesen Puffer nutzen kann, energiewirtschaftlich und damit auch ökologisch die Energie in diesem Hause zu steuern. Die technische Ausstattung des Gebäudes ist höchst effizient. Die Technik für Heizen, Kühlen sowie Be- und Entfeuchten kommt mit vergleichsweise geringen Luftmengen aus. Das System ist in dieser Form ein Novum und sorgt in der Fachwelt für großes Interesse. Selbstverständlich ist das gesamte Gebäude barrierefrei. Taktile Handlaufmarkierungen und Schilder weisen Menschen mit keinem oder geringem Sehvermögen den Weg. Im 1. Obergeschoss befinden sich die Werkstätten und Fotolabore des Rheinischen Bildarchivs. Im Geschoss darüber die Restaurierungswerkstätten des Historischen Archivs. Ja, in diesem Gebäude werden wir ja nicht nur kostbare Schätze der Stadt Köln unterbringen, sondern wir haben es geschafft, über 150 wirklich hochfunktionale Arbeitsplätze zu schaffen.
Beispielsweise hier in der Restaurierungswerkstatt werden die kostbaren Güter, Archivarien gesäubert und hier an den Anlagen wird der Staub, also damit es besonders sauber ist, wird der Staub auch direkt abgesaugt, sodass ein perfektes Arbeiten möglich ist. Der eigentliche Magazinraum mit seinen Rollregallagern befindet sich im Schatzhaus. Das Archivgut findet seinen Platz auf rund 8.800 Quadratmetern mit mehr als 50 Regalkilometern. Also ungefähr so weit wie von Düsseldorf nach Köln. Wir stehen hier in einem der Magazinräume und durch das Fraunhofer Institut werden die raumklimatischen Bedingungen wissenschaftlich begleitet und auch weiter im laufenden Betrieb durch Monitoring überwacht. Das war unser kleiner Rundgang durch das neue historische Archiv der Stadt Köln und Rheinisches Bildarchiv. Die neue Schatzkammer der Stadt, wo zukünftig alle Archivalien sicher aufbewahrt werden. Die Stadt Köln freut sich, Sie bald als Besucher hier begrüßen zu dürfen.